Da sind wir wieder zurück in der Welt von Parkitect. Und wir sehen eine goldene Scheibe. Maple Meadows oder Meadows. Zwei, ja, hier, Smileys haben wir geschafft. Und, ja, die Burg hier dafür, dass wir es erfolgreich geschafft haben. Chanuti Airfield ist die nächste Mission. Ein kleiner Flughafen wurde aufgegeben und das Gelände kann jetzt anderweitig genutzt werden. Dies sollte ein idealer Ort für einen Freizeitpark sein, wenn du mit dem begrenzten Platz zurechtkommst. Die alten Flughafengebäude stehen unter Denkmalschutz und müssen erhalten bleiben. 250 Besucher, verkaufe mindestens 400 Eintrittskarten, erfülle alle... Ja, okay. Das sollten wir doch hinkriegen. So. Eintritt erstmal wieder 1 €. Sehr schön. Dann wissen wir ja schon mal, wo wir unsere Versorgung machen. Nämlich hier. Gut, dann starten wir erstmal wieder rein. Autofahrt. Ah, Gott, es gibt sogar extra angepasste Dinger. Cool. So. Ah ja, sind die tatsächlich. So, wir müssen uns nicht zwangsläufig an denen halten, aber naja, ich mach's jetzt erstmal. So, erstes Geschäft steht. The Big Wheel. Packen wir mal hier hin. Ausgang. Der Eingang und öffnen. Also ist natürlich ein sehr, ja, beschränkter Raum, möchte ich mal sagen. Oder beschränkter Platz, aber das haben wir ja sowieso schon gesehen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier so quer. Und da bauen wir dann die nächsten hin. Gravision. Öffnen. Achso, jetzt können wir es öffnen. Das ist schon geöffnet, ne? Ja. So, zack. Dann haben wir noch Twister. Die machen wir jetzt alle mal hier so hin. So, Eingang, Ausgang, öffnen. Na? Haben wir auch. Jumper haben wir noch nicht. Nee. Bauen wir daneben. So, dann gucken, dass wir den Platz irgendwie so halbwegs gut nutzen. Obwohl die Startbahn, die zieht sich aber ordentlich. Sehr gut. So, dann würde ich mal noch eine Achterbahn bauen. Achso, Autofahrt. Around the World. Würde gerade so passen. Wo ist denn hier der Eingang? ...5000. Okay. Gibt es auch kleinere? Ja, hier zum Beispiel. So. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Öffnen. So, können wir auch schon mal... Ach nee, halt, wir müssen noch ganz kurz Versorgung machen. Oh, anpassbare Läden. Cool. Infokiosk. Muss der versorgt sein? Nee, oder? Der Infokiosk kann einfach irgendwo stehen. Kann ich den irgendwo anders hinsetzen?
kein Ladenbesitzer. Na gut, gucken wir uns da mal an. So, heiße Getränke. Hot Dogs. Toiletten brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Aber Toiletten können wir auch irgendwo hinbauen. Beispielsweise hier. Muss ich die eigentlich öffnen? Ne, die sind automatisch geöffnet, ne? So, kommen wir mal noch Ballons hier hin. Und dann machen wir hier die Verbindung. So. Wir können meinetwegen hier hinten auch nochmal ein bisschen was machen. Geldautomat. So, ein ATM. Ah, cool. Cool, cool, cool. Mini-Donuts und Zuckerwatte. Können wir nochmal hier hinten hinbauen. Limonade. Oh, ein Zuckerwatte. So, da müssen wir erstmal einstellen. Also, ein Hausmeister. Noch ein Hausmeister. Träger. Träger. Mechanic. Mechanic. Sicherheitspersonal. Ja, meinetwegen hier auch so ein Dinosaur. So, dann können wir schon mal öffnen. Was wir noch machen müssen, wie gesagt, ist hier. Wände. Mal trotzdem durchgucken, oder? Ja. Oh Gott, es gibt so viel. Nee, keine Glasscheiben, bitte. Oh. Aus wie im Gefängnis. Aber muss ja gemacht werden, ne? So, dann können wir das nämlich so zu zimmern. Und auch hier bitte zumachen. So. Kann ich da ein Dach eigentlich draufsetzen? Gebäude, Dächer hier. Oh nee, das gefällt mir gar nicht. Ziemlich größere Dächer? Dachgaube? Nee. Fenster, Flagge. Ach, Mann, geht auf Dächer. Schrägdach, Dachspitze. So, mal zubauen. Jetzt die Ecke hier machen. Ist nicht so ein Drei-Seiten-Dach? Nee, hier bitte nicht. Hier wird nicht. Ach hier, das suche ich übrigens. Dieses Halb. Das Wellblechding. Das habe ich gesucht. Schade, dass man es das nicht so ziehen kann. Aber schön, dass man das 1 zu 1 auch zurückkriegt. Okay, das mit den Ballons ist natürlich jetzt ungünstig. Dass sie da durchs Dach durchkommen.
Das bleibt da hinten offen. So. Okay, dann haben wir alles ein bisschen eingezäunt. Können wir das nicht hier vorne auch noch zubauen? Form, Wände. Wände. Nee, das gefällt mir auch gar nicht. Naja, lass mal es offen. Egal. Na gut, okay. Wir gehen nochmal ein bisschen in die Forschung. Können wir nochmal 500 oder 600 reinsetzen? Ist okay. So, volle Geschwindigkeit bitte. Achso, und ich muss noch das hier bauen. Definitiv nochmal ein paar Sitzbänke. Netz. Oh, daneben. Und Fotopunkt. Mülleimer Surek. Schade, dass man die immer nur in die Mitte setzen kann. Also, dass man da tatsächlich nicht die Wahl hat, die irgendwie frei zu drehen, so wie man es gerne hätte. So. 122 Besucher haben wir schon. Sehr gut. So, Junior-Achterbahn. Oh ja. Können wir uns gerade so leisten. So, dann können wir auch den Weg schon mal verlängern. Ach, da ist der Eingang. Ne, hier ist der Eingang und da ist der Ausgang. Ach, das ist optisch sehr schön. Optisch hervorragend. Schön. Was war unser Ziel? Wir brauchten 400, also 200 Besucher und 400 Eintrittskarten müssen wir verkaufen. Also mehr oder weniger 1 zu 1 dasselbe. So, ich denke, die Leute werden mit unserem Parkeingang, also mit den Preisen, zufrieden sein. Wie komme ich denn da hin? Eintrittspreis ist echt in Ordnung. Können wir auf 2 Euro oder Dollar hochgehen. Ich denke, auch das wird noch okay sein. Oh Mann, da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf, das irgendwann mal selber zu bauen. Also einen eigenen Park zu bauen. Das wird, glaube ich, schön. Oh, ich habe kein Geld. Krass. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen Plus machen. Ja. So. Mit hohen Anteilen, die mich interessieren. Echt, keine Pausenräume. Oh. Go-Karts sind verfügbar. Sehr gut. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen runterschrauben. Okay, Pausenräume. Hier, oh Gott. $1000 habe ich nicht. Wieder ins Minus gerutscht. Müllschlucker. So, wie schaut's denn aus? Okay, erste Ziel haben wir gleich. Oh, jetzt kommen aber keine neuen mehr. Doch, da kommen noch welche. Was ist dein Auto eigentlich? Achso, zwischen Tag und Nacht wechseln. Erziele einen Gewinn bis Ende Mai Jahr 1 oder dein Park wird endgültig geschlossen. Oha. Ja, ich mache halt kein Geld, ne? Du hast dein Ziel abgeschlossen. Ja, aber wir machen trotzdem weiter in Minus. Warum denn? Wahrscheinlich, weil Forschung so teuer ist. Machen wir mal Forschung aus.
Du hast alle Ziele erfüllt. Oh, sehr gut. Wobei ich das noch schaffen muss, ne? Alter, ich mach richtig Minus. Gebäudewartung. Forschung? Okay, habe ich jetzt ausgeschaltet. Ladenpreise, Fahrtpreise, Wartungskosten, Gehälter, okay. Ja, also, ich sag mal, erfolgreich sieht anders aus, ne? Ich möchte aber rasanter fahren als Gravitron. Wobei, gefühlt geht's jetzt ein bisschen nach oben. Es gibt einen Mangel an Ersatzteilen. Die Sicherheit von Fahrgeschäften wird sich verschlechtern. Oh, das ist aber nicht gut. So, mal gucken, ob ich das zweite auch noch schaffe. 268. Also ich werde auf jeden Fall bankrott sein gleich. Ich kann aber, glaube ich, einen Kredit aufnehmen, ne? So, dann haben wir es nämlich erstmal. Das bedeutet aber auch, ich muss neue Fahrgeschäfte setzen. So, Go-Karts. Daisy Garden. Alter, gibt es hier auch was Kleines? Es gibt einfach nichts Kleines. Junior-Achterbahn. 3000. 7000. Warum denn 7000? Ach nee, das hier ist. Sorry. So, dann versuchen wir nochmal neue Kunden anzulocken. In der Hoffnung, dass es jetzt dann besser wird mit der neuen Achterbahn. Zwei, sieben. Oh, wir machen sogar minimal plus. Sehr gut. A good record. Errungenschaft. Wahrscheinlich, weil ich plus gemacht habe. Zum ersten Mal in meinem Leben. Also in meinem Parkitekt-Leben. Oh, da kommen aber doch nochmal einige. Sehr gut. Also ich ziehe das jetzt durch, bis ich die 400 habe. In der Hoffnung, dass wir überleben. So, ist echt in Ordnung, wenn wir keine Fahrgeschäfte wollen, die mich interessieren könnten. 297, also 100 brauchen wir noch. Aber wir sind auch gerade mal im Juni vom Jahr 1. Wodurch der Preis um 26%... Bei Ballons. Krass. Kürzlich. Tja. Im Mai haben wir sogar plus gemacht. Sehr gut. Jetzt mal gucken, ob wir im Juni auch nochmal plus machen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber was ist denn hier eigentlich los? Ausverkauft. Ah, ich habe übrigens immer noch keinen Pausenraum, ne? So, dann könnt ihr euch jetzt auch mal erholen. Dächer. Meistens unter D. Ah, da ist es. So. Ja, Ballons ist seit 10 Minuten ausverkauft. I know.
Minus 123 machen wir aktuell. Aber wir haben es auch gleich geschafft. 370, also 30 neue Besucher brauchen wir noch. Ah, der Ansturm wird deutlich weniger. Alter. Flugzeugkarussell-Effekt, Steuerungsfehler. Okay, geht wieder. Jumpers-Effekt. Haltevorrichtung schließt nicht. Oh mein Gott. Wo ist ein Jumper? Jetzt geht's wieder. Limonade ist seit 10 Minuten ausverkauft. Ja. Naja. Kommen relativ wenig. So. Erlebnisse. Ja, Durst, Dekoration, Sauberkeit ist okay. Insgesamt eine 78. 77. Es geht bergab. Allein weil Erlebnisse irgendwie so ein bisschen fehlen. Ist das eigentlich auch so, dass diese Fahrgeschäfte so einen gewissen Ruf haben und die halt irgendwann nicht mehr so ganz cool sind und dann irgendwann wieder besser werden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, das war in Planet Coaster, glaube ich, so. Dass die irgendwann halt abgedroschen sind und dann nach, weiß ich nicht, 20 Jahren sind es halt Klassiker und dann, ja, erleben sie ihren zweiten, dritten Frühling. Ach, Ballons sind wieder da. Sehr gut. Flugzeugkarussell, schon wieder Effekt. Steuerungsfehler. Eine Gruppe von Vandalen treibt sich im Park herum. Oh, sowas müssen wir auch achten. Krasse Scheiße. Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Noch 18 neue. Dann noch 17. 16. Naja, das schaffen wir auf jeden Fall. So, Foodie. 1000 von 10.000. Wahrscheinlich verkaufte Einheiten. Seht ihr die Errungenschaften? Ja, ich habe Bildschirmaufnahme. So, da liegt noch ein bisschen Müll rum. Oh Gott, hier liegt überall Müll rum. Weil hier doch gleich der Mülleimer steht. Oh, hier ist definitiv was defekt. Gibt es so eine Möglichkeit, alle Sachen auf einmal zu reparieren? Wahrscheinlich nicht, wa? Wird bearbeitet. Liefere Eis an Limonade, reinigt heiße Getränke, Mini-Donuts. Na, hier vorne sieht es ein bisschen dreckig aus. Und wie gesagt, hier sind auch einige Sachen kaputt. So, 352. Wie viele Besucher brauchen wir denn noch? Noch 9. Also mit ihm 8. Ja, Bewertung immer noch so stabil bei 79%. Ist gut. Geldmäßig. Ja, auf und ab. Ja, viele deiner Gäste beschweren sich über den Müll. Absolut richtig. Müsste man theoretisch nochmal einen Hausmeister einstellen. Ach, die Vögel hier auch schön. Schönes kleines Detail. Na komm. 5 brauchen wir noch. Noch 4. Ach, da kommen die letzten. Jawohl, wir haben es. Noch 2 und da kommen die letzten beiden. Ja, pünktlich zum Unwetter. 399, 400. Wir haben ein Ziel erreicht und damit auch alle Ziele erreicht für diesen Park. Also das Airfield können wir auch als erledigt betrachten. Ja, na gut, wir hätten noch ein bisschen Platz gehabt. Kann man das hier kaufen? Ja. Anscheinend kann man das hier noch dazu kaufen. Also auch so ein bisschen wie in Rollercoaster Tycoon kann man sich sein Gelände nochmal erweitern. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir die zweite Folge Parkitect. Wieder erfolgreich mit 2 Smileys. Wir können aber zurückgehen. Ja, vor 24 Minuten gespeichert. Ja, ist egal. Ich will ihn nicht weiterspielen. So, dann gehen wir nochmal auf die Karte. Und sehen erstmal, dass wir das Chanuti Airfield abgeschlossen haben und dieses Szenario jetzt im Sandbox-Modus spielen können. Da ist das Airfield. 2 Smileys. Die Wolken lichten sich.
Oh. Und wir haben jetzt sogar die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Parks. Welcher dieser beiden Parks es dann in der morgigen Folge ist, werden wir uns alle überraschen lassen. Ihr mehr als ich, weil ich werde es wahrscheinlich gleich sehen. So, bis dahin, herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis morgen hoffentlich. Ciao und tschüss.